Karl-Heinz, man könnte denken, dass das Wasserthema jetzt schon ziemlich ausführlich in den Köpfen der Leute ist. Aber wie kommst du als Journalist dazu, dich nochmal ausgiebig mit diesem Thema zu beschäftigen? Ja gut, man sucht sich natürlich als Journalist immer ein Thema, das neu ist und interessant für viele und wo man ein möglichst exklusives Wissen hat. Und das ist halt in diesem Fall, weil ich das eben schon so lange mache und als einer der wenigen dieses umfangreiche Wissen angesammelt habe, deswegen mache ich das. Das ist interessant. Wie ich ursprünglich dazu gekommen bin, das ist eigentlich aufgrund eigener Erkrankung. Ich war bis ich 45 Jahre alt war, war ich ein Radiojournalist, ein sehr anstrengender 24-Stunden-Beruf. Und dann bin ich erkrankt. Und zwar schwer. Krebs, Diabetes, über 35 Allergien. Und bin zusammengebrochen, konnte diesen Beruf nicht mehr ausüben, der einfach vollen körperlichen Einsatz verlangte und habe mir dann eben Aufgaben gesucht, wo ich schreiben kann. Und schreiben kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn man halt gerade fit ist. Und dann begann ich eben zu schreiben und es hat sich herauskristallisiert, dass die Medizin das Thema ist, das mich interessiert, weil ich nämlich jetzt für meine Krankheiten mit der schulmedizinischen Trostvorgabe nicht sehr zufrieden war und deswegen habe ich Alternativmedizin besucht, habe mich erst mit Magnetfeldtherapie viele Jahre beschäftigt, da auch fette Bücher drüber geschrieben. Und dann kam ich auf das Wasser. Und das Wasser hat mir sehr geholfen. Ich beschäftige mich jetzt ungefähr so lang wie ein Facharzt in seinem Studium, beschäftige ich mich ausschließlich mit der gesundheitlichen Wirkung von diesem Wasser. Ja, das ist halt einfach mein Schwerpunktthema. Aber ich bin ursprünglich bin ich ein Politologe. Ich bin darin ausgebildet, Machtverhältnisse zu untersuchen. Was in diesem Fall gar nicht mal so ein falscher Hintergrund ist. Denn die Wasserindustrie, die Gesundheitsindustrie sind auch politologische Machtkörper, in denen man schon sieht, wer hier was bestimmt und wo es lang geht.